Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft. Und das ist hier das gewöhnliche Let's Play mit 30 FPS, was man auf YouTube nachher nicht sehen wird. Und was ist hier mit... Da war ein Apfel und nicht im Abfluss. Ich hoffe, die FPS-Zahl, die legt sich mal wieder. Ja gut, das ist jetzt eine Ausnahme mal gewesen, hier an der Ecke von diesem hier gerade da drauf gefallen. Ja gut, das kann man nicht ändern. So, und ich habe wieder Modifikationen, die... Ach du Scheiße. Ich habe... Sophisticated Wolves nochmal überarbeitet, dass jetzt auch die normalen Standardhunde überall zu sehen sind. Also unsere schwarzen Köter. Und ich hoffe, unsere anderen... Oh, nee, hier rein will ich niemals fallen. Und der Kackbaum, der nervt eigentlich nur. Sind die anderen noch da? Oh, oh. Das wäre jetzt aber richtig scheiße, wenn die jetzt weg wären. Nö, da sind sie ja. Der Name, der wird nur nicht durch Blöcke angezeigt. Und... Oh, speichern. Das hatte ich noch von anderen Welten. Heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir werden... Ach so, ja, genau, jetzt weiß ich, was los war. Essen. Also, wegpacken. Wir werden auf Erkundungstour gehen. Und ich glaube, wir haben auch alles sonst... Ja, ich glaube, sonst brauchen wir nichts, denn wir gehen auf Erkundungstour, denn ich habe wieder 40 Modifikationen erreicht. Und das heißt erkunden, denn ich habe jetzt zusätzlich, ich betone zusätzlich, zu Extra Biomes XL, oh, Chitin, die Highlands-Modifikation installiert. Da hat ein gewisser Herr Acer Games, da mache ich mal wieder Schleichwerbung, eine Vorstellung für gemacht, also keine richtige Vorstellung, sondern einfach mal geguckt, was für Biome es gibt. Ich glaube, der iPod-Man hat nochmal eine bessere Vorstellung von gemacht. Ist halt professioneller Module-Reviewer, dann macht man halt sowas. Und ich habe das schon mal in der Kopie angeguckt. Es gab so einige nette Sachen, aber auch Farlands hier hinter diesem Dschungel. Ich bin mir nicht sicher, wo das jetzt war. Und aber ich bin so schnell geflogen mit tausendfacher Geschwindigkeit. Also mit zehnfacher, also 1000% war es. Ja, also das mit der zehnfachen, ja genau. Also zehnfacher Geschwindigkeit bin ich geflogen und da kam der Weltgenerator. Nicht dein Ernst. Eine Pyramide, jetzt wirklich, also ist das jetzt so eine Pyramide, die man so kennt? Und baue ich eigentlich mit dem Eimer den Scheiß ab? Ich hoffe, hier klappt das und hier stürzt das Minecraft nicht ab. Und da wird nämlich was generiert. Und da müssen wir jetzt mal kurz warten. Ich weiß es nicht. Und hier kommen Farlands. Natürlich. Das darf bei meiner Welt nicht fehlen, denn ich bin... Ja, es ist abgestürzt. Na, wunderbar. So, ja genau. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt habe ich ein Aufnahmesignal gesendet. Oh, hallo. Guten Tag. Angebote? Ja, dann nee, halt nicht. 30 Markte für eine Schere. Spinnst wohl. Das sieht aber gut. Totally makes sense. Ja, nee, wirklich, das würde ich gern machen. Von ihrem eigenen Weizen am besten noch. Na, das ist ja sehr schön hier gebaut. Also erstmal die Pyramide angucken. Dann machen wir hier mal, gut, dass wir mein Dorf gefunden haben. Das freut mich. Dorf. Das Dorf. Das sieht den Soundwellen so bescheuert aus. Das Dorf. Naja, jetzt reicht's aber auch. Jo, hier eigentlich ganz schön generiert, würde ich sagen. Ich habe übrigens Dynamic Lights rausgemacht. Das hat nur rumgespackt. Oh, eigentlich ganz schön. Hier oben noch eine Fackel hin. Im anderen Turm auch noch. Warte mal, ich muss mal das Mikrofon nach rechts weiterstellen. Ich weiß nicht, was da immer passiert. Aber naja, gut, hier geht's. Okay, und dann gehen wir am besten hier runter. Wie oft hatte ich Pyramiden jetzt schon erkundet? Ja, und Druckplatte abmachen, sonst kommt die TNT-Falle. Ach ja! Alter, 4 Diamanten und das alles in Kisten. Ja, wir nehmen natürlich alles mit. 3 Diamanten, ja, das ist ja wunderbar. Und ich habe hier nichts gefuscht, ich habe nur... Oh Gott!
Smaragde. Ich habe nur irgendwas Sandsteiniges gesehen. Ich dachte schon, es wäre ein Brunnen oder so. Ach du Scheiße, nein, die wollen mich umbringen. Diamanten, Smaragden, Diamanten eher weniger. Oh, da habe ich auch ein Glück gehabt. Ich hätte sonst immer nur Knochen und diesen rotten Drinkswumms, Drecksflash. Ist das cool, alles mitnehmen, auch das TNT gleich, was hier drunter sich verbirgt. Oh, ist das nicht genial? Also ich finde das richtig genial. Kann man das nicht, ja, das kann man abbauen, genau. Warte mal, was war das, ein glatter Sandstein? War das glatter Sandstein? Ja. Das können wir auch... Oh, das geht so schnell. Es ist einfach nur ein Klick, ja. Oh. So. So, dann lassen wir hier mal die Fackel. Und... bauen uns mit Erde hoch, was kein Mensch braucht. Und jetzt wieder... Puccini-Musik, wie schön. So, hier haben wir eine Fackel. Jo, das war's eigentlich. Ja, wunderbar. Das war die, Pyramidenerkundung in Falenz. Ich finde sie einfach eindrucksvoll. Auch wenn die eher schlecht als recht aussehen. Aber das sind so typische Falenz. Wie man sie schon kennt. Mal gucken, ob ich irgendwo eine Landschaft finde, die noch nicht generiert. Oh. Was ist denn da unten? Sieht aus wie Lava. Ui, es ist Lava. Wie dunkle Lava sah das aus. Ach, dankeschön für den Weg. Wenn ich jetzt hier noch Diamanten finde, dann wäre ich hier ein Lucky Asshole. Oh, ich muss auch mal sagen, nee. Ist Land, weil Sand fällt, kann hier nichts sein. Also unter. Nicht weggegraben, wäre ich nicht reingefallen. Oh, jetzt ruckelt es wieder, ist ja wunderbar. Naja, hier ist auf jeden Fall nichts. Das ist auch viel zu hoch. Wir sind auf Ebene 60 ungefähr da unten. Oh nein, es ist da hinten. Ich möchte gerade mal zoomen. Ach, das sind Mammutbäume. Naja, ich habe mir heute vorgenommen, mal ein bisschen zu erkunden und auch das hier mitzunehmen. Aber das habe ich vergessen, aber jetzt... Ja, okay. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall gefunden und jetzt können wir uns einen Panda-Bären zähmen. Das wird nämlich sehr lustig. Ja, der Bug, der... Ist das so dunkel hier? Ach nee, ist es nicht. So dunkel ist es hier. Ja, diese Lichtbugs, die sind die blödsten, die es gibt. Aber ich hoffe, Mojang fixt das alles. Das sieht gut aus. Und hier haben wir einen Erdbeerbusch. Haben wir die eigentlich schon gesehen? Das sieht natürlich auch sehr cool aus hier. Oh, jetzt hat es wieder geruckelt, aber jetzt geht's wieder bergauf. Ein FPS. Also hier würde ich gern was reinbauen. Aber so spontan Bauer, ob ich das jetzt so machen soll? Weil das wird hier immer automatisch auffüllen. Oder auch nicht. Dieses Smooth Water verstehe ich noch nicht so ganz. Jetzt kann man nämlich einfach was nehmen, aber auffüllen tut sich das nicht von alleine. Das ist auf jeden Fall einfacher gemacht worden, aber es gibt halt kein Wiki davon. Glatter Sandstein, alles zu Sand. Jetzt hier schön die Country-Musik. Oh nein, ein Mammut-Dingsbums. Und hier dieses komische Gras. Ach nee, Mist. Da muss ich, habe ich was vergessen. Swamp Colors. Ja, habe ich total vergessen. Nein, Swamp Colors sehen einfach nur scheiße aus. Deswegen kann man sie auch auswählen. Ich dachte, hier würde ich das jedenfalls etwas rötlich färben. Aber nein, nichts. So, mein Inventar ist voll. Und das sieht ja vielleicht genial aus. Geil. Creeper. Ja, ich kann ja nichts mehr aufsammeln. Ich bin voll beladen und es wird Nacht. Ja, so sieht das nämlich wirklich aus. Hallo. Ah ja, ich brauche auch Seide. Warum 30 FPS? Ich kann mit 30 FPS wenig erreichen. Denn da ziehe ich wie schlecht. Ich weiß nicht, warum das kommt. Ist ein bisschen dunkel für meinen Geschmack. Und es wird dunkel. Also auch draußen. Bei mir nicht jetzt gerade, aber im Spiel wird es dunkel. Und das ist mir da hinten auch noch zu dunkel. So. Halbwegs okay. Aber oh Mann, ich möchte jetzt langsam... Ach, das sieht aber auch genial aus hier.
Also da hier bei diesem Überhang F2. So, mal ein Screenshot gemacht, seht ihr auch die Zeit, 18.17 Uhr. Und gute Nacht. So, jetzt mal ganz leise gehustet. Ach, diese Musik, ey, das klingt echt so Texas of Crack, ey. Oh, ein pinkes Schaf. Sehr selten sind die. Ihr wollt natürlich Schatten suchen. Ja, das war jetzt im... Das war aber blöd. Was für ein Bogen? Nein, kein, das waren nur Pfeile. Hier diese Samen überall. Alles falsch generiert, aber das macht ja nichts. Die spawnen ja nach 5... Oh. Sehr nett. Eine Höhle, ach. Herr Wachtmeister. Wie schön, Sie nochmal zu sehen. Oh. Ha. Der war kein guter Schießer. Also, der macht kein... Oh Gott, nee. Bitch, please. Ach, auch nee. Mann, Mann, Mann. Der darf bei keinem Schützenfest mitmachen. Guten Tag. Ja, dann blast dich doch hoch. So ist ungefähr der Bing-Übersetzer, wo wir gerade dabei sind. Blast dich hoch. Also blow up aus dem Englischen. Blast. Ja, das ist aber eine seltsame Höhle hier. Mit Erde. Wie surreal ist das denn? Ich habe noch nie eine Erdhöhle gesehen wie das hier. Du-du-du-du. Nach irgendwie Super Mario Musik. So. Fackeln gehen aus. Ich höre einen Zombie. Den Zombie höre ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hunger Games. Nein, natürlich nicht. Ach, eine Fleev. Wir nennen die einfach mal Fleev. Hallo Fleev. Ah, guten Tag. Boah, stirb. So, gegessen haben wir. Oh. Jetzt kommt Mega Man X5 mit Affirmation. Das hatte ich mal als Playlist-Musik auf meinem Kanal. Aber ich habe diese ganze Sache mit der Playlist-Musik gelassen, weil die nicht gut ankam. So, und ich habe wieder keine Höhlentour geplant, also will ich jetzt nicht hier so geheimnisvoll machen, sondern einfach mit der Tagesplaylist die mal durchrushen. Weil hier ist auch eine Lichtung. Im Wald vor allem. Ach, hier hätte sich hochgeblasen. So ein Schwachsinn. Ach so. Oh, hast du mich erschreckt. Hallo. Ja, nicht getroffen. Penis. Du bist ein besserer Zieler. Also Schütze, besser gesagt. Ah, diese 30 FPS, die regen mich manchmal schon auf. Jetzt ist wieder gut. Jetzt wieder schlecht. So, das ging wirklich noch gedämpft. Hallo, ich möchte mal hier raus. Ja, warum kann ich jetzt... 30 FPS ist der letzte Müll. Also beim Spielen. So, so ist wieder gut und jetzt ist wieder schlecht. So, hier, das kann man wieder abstellen, hier das Wasser. Das braucht eh kein Mensch. So. Ich glaube, jetzt sind wir aber auch relativ fertig. Naja. Schon tot? Von wegen. So, tot. Jetzt endlich. Ja. Da ist ja gar nichts drin. Ja, gut, okay. Haben wir jetzt hier mal Licht gemacht. Aber genial, diese Gegend hier. Oh, das sieht aber echt gut aus. So, mal wieder ein Screenshot gemacht. Das werdet ihr auf meiner Facebook-Pinnwand bestaunen können. Da ich da immer so ein paar gute Bilder poste. Ja, wo wollten wir eigentlich hin? Das Dorf ausrauben? Nee, ich denke eher nicht.
Smaragd. Ach, ich glaube, erstmal sollten wir zurück zur Wüstenwohnung. Floating Dungeon, wissen wir langsam, wo das ist. Ah, wir lassen es aber. Auch wenn es der erste Wegpunkt ist, was nicht so schön ist. So, wir gehen mal aus dieser ressourcenlastigen Umgebung. Scheiß Dingsbums. Ich hasse euch, Delfine. Ich werde euch für ewig hassen. Ach, guten Tag. Wow. Nicht, dass einer von hinten kommt.